Think not that thou shalt vanish now. Gut, dass ich gerade noch mal einen Quicksave gemacht habe. Ich hoffe, du liegst hier. Du könntest noch. So. Noch ein bisschen mehr in der Ecke liegen. Ho, 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 ho. Das Bild muss ich mir gleich nochmal näher angucken. Beziehungsweise ist, glaube ich, so eine Glasscheibe oder so. Dekadent, was fällt Ihnen ein? Und ich muss auch immer dran denken, wenn ich ein Quick Save nochmal lade, dass ich meine Waffe immer wieder neu ausrüste. Stop! Wie? Moment. Jetzt mal ein bisschen mutiger, und zwar der müsste eigentlich jetzt von rechts kommen. Come closer, and thou shalt be like, sag mal, wie hat er mich jetzt, was hat er für einen 360-Grad-Blick, bitteschön? Was soll das denn? Ist doch Schwachfug, ist das. Aber vielleicht muss ich auch nicht jeden erledigen. Vielleicht reicht es auch einfach, wenn ich wenn ich mich ein bisschen umsehe. Und die Leute so ein bisschen um ihr Hab und Gut erleichter. Ich weiß auch nicht, ob die merken, wenn Türen aufgelassen werden. Doch, aber. Ah, doch, ich glaube schon. Das merken sie. Oh, da habe ich irgendwas aufgenommen. Ich hoffe nicht übrigens, dass das irgendwas ist, was sich jetzt durch meine Mod oder so verstellt hat, dass ich nicht mehr angezeigt bekomme, was ich aufsammle. Das finde ich halt echt ein bisschen schade. Ich kann es mir zwar hier unten angucken und es ist auch schön größer, ne? Also ich kann es jetzt auch, meine alten müden Augen können es sehen. 725 Gold, 35 Edelsteine, 0 Güter, Goods, ich weiß nicht, was das ist. Irgendwann werden wir wahrscheinlich auch nochmal einen Kompass brauchen, schätze ich mal. In irgendeiner anderen Mission. Aber ja, das Geräusch, was wir gerade gehört haben, das ist eigentlich immer ein Hinweis darauf, dass wir Ausrüstung eingesammelt haben, also Pfeile zum Beispiel, während dieses Bring immer ein Indiz dafür ist, dass wir Beute gesammelt haben. Ne? Habt ihr euch wahrscheinlich schon gedacht, aber just so you know. Nur damit es weißt, du Zuschauer, du. Danke für das Brot. Manchmal muss man halt wirklich abschätzen, ist das was Wertvolles oder nicht? Wonder if I have time to stop for a snack. Brot, Brot, Brot. Wie lange hält sich das? Also, wie ist das, wenn ich hier Lebensmittel einsammle? Habe ich die dann in der nächsten Mission auch noch zur Verfügung oder werden die mir dann aus dem Inventar entfernt? Das weiß ich halt nicht. Oh, Wasserpfeil? Nein. Wasserpfeil? Danke. Wie ist das eigentlich? Gibt es hier Feuerpfeile? Weil die müsste ich eigentlich, wenn dann hier in so Kaminen, glaube ich, kriegen. In Thief Deadly Shadows, wie gesagt, ich werde es noch häufiger im Laufe des Let's Plays vergleichen, da kann man Feuerpfeile in Kaminen und solchen Feuerstellen finden. Aber hier ist zumindest gerade keiner drin. So. Nee, wir bleiben einfach mal. Ja, das muss ich mir auch, glaube ich, nochmal angewöhnen. Ich muss manchmal den Türen etwas mehr Zeit lassen.
Oh. Okay. Klingt wie ein entfernter Schwarm Bienen oder so. Geheimgang, maybe? Das Problem ist, ich habe keine detailliertere Karte hier von diesem Ort. Upsala. Entschuldigung. Ich bin ja gerade gegen meine Mikrofon gekommen. Ich habe heute leichte Aphasie, also Wortfindungsprobleme, ich weiß auch nicht. Es ist noch früh am Morgen, muss ich allerdings auch dazu sagen. Also, vergebt mir bitte. Wir müssen noch... wie war das? Objectives. Oh, genau. Genau. Get your lucky hand and glory back. Jetzt ist die Frage, muss ich ihn auch in den Baracken hier finden oder ist er auch in irgendeiner Zelle gefangen? Weil dann kann es nochmal lustig werden. Das ist mir jetzt noch nicht so ganz klar. So. Hat es wieder zugemacht? Oh, ich bin aber ordentlich. Okay. Genau. Also diese Seite haben wir schon mal fertig. Das ist zwar schön, andererseits aber auch blöd, weil das heißt, dass ich da hinten jetzt auf die Seite muss, wo er immer rumläuft und er kriegt ja immer alles spitz. Das finde ich nicht so geil. Das finde ich gar nicht geil. Oh. Schon Ohrwurm auch. What is that? Who goes? Ja, du. I stand still. Rest now. It was nothing. Do my eyes show me her right? Warum hat das jetzt geklappt und eben nicht? Ich habe da auch geschlichen, oder? Eben. Und ich könnte mir vorstellen... Speichert das mal hier, weil ich weiß nicht, ob hier noch jemand rumkommt und vielleicht die Leichen entdecken könnte. Weil irgendjemand singt hier auf jeden Fall noch formschön. Ob man hier vorne diese beiden... Ja, die Kerzenständer einsammeln kann. Hier ist übrigens, das ist The Builder, also der Gott sozusagen, der Hammeriten, der hier angebetet wird. So, ich würde sagen, gehen wir einfach mal links rum. Oh, aber bitte nicht zwei Leute gleichzeitig pfeifen. Tis not sound too great. Das ist übrigens auch was ich bei Thief Deadly Shadows schon liebte und auch hier wieder liebe. Die Hammeriten, ungeachtet deren Inhalte und was die vertreten und glauben und sowas, davon rede ich jetzt überhaupt nicht, aber rein sprachlich, als jemand, der sich auch für Sprache interessiert, ein verkappter Linguist, der ich bin, ist es einfach schön, dieses alte Englisch zu hören, was sie sprechen. Ich mag das sehr. Und die Heiden, die wir wahrscheinlich auch noch kennenlernen werden, schätze ich mal, die... sprechen auch wie Wutzi Lord, Tees, bla bla bla. Ich kann das gar nicht so richtig nachmachen, wir werden das noch hören. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie das in der deutschen Version des Spiels gemacht ist. Halt! Be someone there? Oh. Who goes there? Halt and show thy face! Hiding shall not save thee. Thee zum Beispiel. Anstelle von you. Oder wo hast du jetzt gerade unten lesen? Whoever thou be. Das sind zwei. Vigilance is our shield. It protects us from our squalid past. Du siehst gruselig aus, Junge. Think not that thou shalt vanish now. I see thee there. Entschuldigung? Didst thou see that too? Who goes? And the word went before him. On a breeze carrying ourselves. All seems peaceful now. Ja, alles gut. And the builder said, if the foundation is weak, you wail and gnash your teeth. Do you ask it to repour itself? Ich warte da nochmal eben. Oh, hier geht's weiter hoch.
Okay, ich warte nicht. Ich musste anscheinend... Oder ich könnte dahin, aber ich will das ganz gerne irgendwie anders machen. Ich habe auch keinen Noisemaker Arrow. Doch, habe ich. Einen habe ich noch. Cool. Dann machen wir das nämlich jetzt mal anders. Und zwar versuchen wir, die mal wegzulocken, würde ich sagen. Vigilance is our shield that protects us from the squalid past. Knowledge hey, come closer. Stop right there. And thou shalt feel my edge. Thou shalt not hide. I shall find thee and crush thee. Bitte verhackt euch nicht da oben, sondern geht runter. Nein, da hinten war doch der Lärm. Never fear, I shall spy thee out. Och Leute, er hat nur auch einen Schlüssel. Oh. Geht doch da hinten hin. Cease thy games and face me. Lass mich mein Spiel weiterspielen. Ich habe keinen Bock mehr. Hat's jetzt nicht so gebracht irgendwie, ne? Muss das anders versuchen. The builder shall guide me to thee. Da hinten, genau. Da war Krach. Fly swift and true. Natürlich hat er mich gesehen, obwohl ich ohne Scheiß. Ich stand im Dunkeln. What the fuck? Da, guck mal, ich stehe im Dunkeln. Definitiv. Ah, es könnte jetzt vielleicht ein scheiß Quick Save gewesen sein. See thy doom approach. Ja. Ah. Vielleicht kriege ich aber trotzdem irgendwie den Schlüssel, wenn ich Glück habe. Glaub's nicht, aber. Gibt's noch dunklerer als dunkel? Ich bin noch im Dunkeln. Thou shalt not escape the builder's hammer. Ja gut. Hiding shall not save thee. Thou shalt not hide forever. Nee. Soll ich gleich mal. See thy doom approach. Ja, jetzt muss ich erst wieder alles. Ja, komm, continue. Ich möchte auch einfach nur mein Quick Save laden. Ja, bla bla bla. Ich glaube, da oben ist aber nichts weiter, oder? Da kann man nicht weiter hochgehen oder so. Ich finde es aber doof, dass sie nicht mehr in die Richtung gehen. Ich habe da hinten den Pfeil hingeschossen, nicht hierhin. What the fuck? Das finde ich ein bisschen blöd, muss ich jetzt gestehen. Ich finde es einerseits gut, dass es immer zufällig ist, so ein bisschen, wie sie gerade gehen, wo sie hergehen. Thou shalt not hide forever. Thou shalt not, and thy arm must be stronger to attack me. Hiding shall not save thee. The builder shall guide me to thee. Habe ich noch einen Moosfall? Nö. Doch, 4 Stück. Was ist denn? Das können wir auch mal ausprobieren. Never fear, I shall spy thee out. Oh, geht das nicht hier in diesem Teil? We have an intruder! Hurry! To me! Our guard is tested! To me! Fly swift and true! My armor is proof against the likes of thee! Thinkest thou that harmed me? Ja. My armor is proof against the likes of thee! Thy arm must be stronger to touch me! See thy...
That was cold. The hammer pass on there. Doom approach. Thinkest thou that harmed me? Thy arm must be stronger to touch me. Mein Bruder, thinkest thou that harmed me? Jetzt ist er auch tot, ne? Nee, ach, weiß ich nicht, das ist doch alles blöd. Das gefällt mir nicht, wie das gerade läuft hier. Jetzt habe ich zwar hier die Beute eingesammelt und alles. Und er kann auch zaubern. Wisst ihr was? Nee. Das ist es mir ehrlich gesagt nicht wert. Ja, ja, halt die Backen. Das ist es mir nicht wert. Da könnt ihr jetzt zwar sagen, das finde ich jetzt aber doof, dass du da nicht zigtausend Stunden weiter versuchst. Ja, verstehe ich auf eine Art, aber andererseits, ganz ehrlich, ich wäre irgendwann mal froh, wenn die Mission vorbei ist. Macht mir Spaß, versteht mich nicht falsch, aber ich muss das halt auch im Rahmen eines Let's Plays immer so ein bisschen, wie soll ich sagen, ich versuche das immer so ein bisschen zu balancieren zwischen zu lang an einer Sache sich festhaken oder halt dann irgendwann auch einfach in den sauren Apfel zu beißen und weiterzugehen. Vielleicht muss ich aber auch meine allgemeine Taktik ein bisschen ändern. Also ich will jetzt, wie gesagt, schon ganz gerne versuchen, Leute nicht umzubringen. Und ich habe ja gerade schon versucht, sie abzulenken, zumindest. Naja, aber... Tja. Oh. Okay. Aber ich brauche dafür seinen Schlüssel wahrscheinlich, ne? Ach man. Vielleicht kriegen wir irgendwo anders aber noch einen. Ne, das geht nicht. Warum hast du denn keinen Dietrich dabei, Garrett, wo du einfach Schlösser knacken kannst? Das wäre doch einfacher. Würde vieles vereinfachen, tatsächlich. Aber es kann ja manchmal auch mehrere Möglichkeiten geben, so einen Schlüssel zu finden. Ja, komm, mach die Tür nochmal wieder zu. Das hier ist keine Tür. Hier ist noch eine Tür. At the... No, wait. Who's that? Thy trickery shall not last. Ich will mehr im Dunkeln sein, bitte. Von was hast du jetzt gerade entdeckt? Ich habe die Tür wieder zugeschlossen. Und die war ja auch nicht verschlossen. Ich habe sie ja nicht aufgeschlossen in dem Sinne. Ach, scheiße. The builder shall spy thee if I cannot. Ja, warum bin ich jetzt auf einmal in der Dunkelheit und gerade eben noch nicht? Ich habe mich nicht bewegt. I would not have thought that rats would... Stop! Who art thou? Mann, 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 Mann. Ja, ja. Das ist doch alles doof. Von wo kam er her? At the... No, wait. Who's that? Aber ich glaube, das hier. Ach, interessant. Wenn ich meinen Knüppel ausrüste und auf der Stelle stehen bleibe... Ich bin auf jeden Fall gerade weniger sichtbar geworden, als ich einen Knüppel ausgerüstet habe. Wie auch immer das logisch zusammenhängt, aber... Bin ich richtig im Stealth-Mode? Ja, ja. Denkt euch mal neue Sprüche aus. Tja. Who goes there? Think not that thou shalt vanish now. Thy death is at hand now. Hat er einen Schlüssel? Er hat einen Schlüssel. Er hat einen Schlüssel. Kann ich mich irgendwo anders verstecken? Thy death is at hand now. Ja, ja. Kann ich den Hammer?
kann ihm den entgegenwerfen. Ja, ja. I heard, think not that thou shalt. Ja, da war ich natürlich. Moment, ich könnte versuchen. Vigilance is our shield that protects us from the squalid path. Jo. Oder so. Steht da, was für ein Schlüssel das ist? Nee, ne? Nee, ist einfach nur der silberne Schlüssel. Aber den können wir hier ja benutzen. And the builder said, if the foundation is weak, aber ich kann den ja hier benutzen direkt, ne? Show thyself. Ich brauche unbedingt leisere Schuhe. Cuddy won't be needing this anymore. Mhm. So, was haben wir jetzt hier gefunden? Find the evidence locker. Ah, genau. Ich glaube, die Karte haben wir gefunden. Wir haben auch genügend Beute. Is it the beggar and get your lucky hand of glory back? Okay. Also wir müssen Is it immer noch finden. Ich glaube nicht, dass er in so einem kleinen Schränkchen hier ist. Thy trickery shall not last. Ach doch, hier bin ich gut sichtbar, wenn ich mich nach draußen lehne. Ja, du musst deine Nerven beruhigen. Zum Beispiel mit diesem Hit-Song. Ja, das ist aber auch alles keine Beute, das sehe ich doch schon wieder. Wenn ich das wieder in Hand nehme, muss ich wieder wegschmeißen, das macht wieder Radau und dann, ja. Macht's mir das Leben schwerer. Ich hoffe, ich habe alles aus dieser... Gut, dass ich nochmal nachgeschaut habe. War mir nämlich nicht sicher, ob ich da alles erwischt hatte. Das ist die Frage. Who goes there? Who made that noise? Was wollen, was sie auch für, wie gut die hören können. Und ich habe auf normal wohlgemerkt. Ich habe die Schwierigkeit auf normal, möchte ich nochmal betonen. Ach so, nein, nein, nicht Wasserpfeil, Moospfeil. Tatsächlich, wenn ich hier stehe und den Knüppel ausrüste. Trickery shall not last. There's the builder's piece now. Bestes Versteck. Ich finde es auch lustig, wenn man sich unter dem Schreibtisch verstecken könnte. Tja. Ist das jetzt ein guter Ort hier? Ich weiß es nicht. Vor allem habe ich deren Patrouille noch nicht so ganz verstanden. Hallo. Schön, wie er sich so komplett rumlehnen kann mit einem Beugehals hier. Gottlieb Wendehals. Garrett Wendehals. Das ist geil. Das finde ich cool. Ich würde nur mal interessieren, wo die jetzt hier auf und ab gehen. Ob das jetzt draußen ist oder in dem einen Zwischenraum. Ich glaube, das ist nur in dem Zwischenraum.
Und ich komme hier auch eigentlich gar nicht rein, denke ich mal. So, ich weiß, dass ich noch in diesen einen Raum rein möchte. Beziehungsweise, wisst ihr was? Vielleicht machen wir das auch mal eben erst. Mach die Tür zu, mach die auf. Der war ja hier vorne direkt nebenan, meine ich. Ich mag übrigens die musikalische Untermalung auch sehr gerne. Ein bisschen gregorianisch fast schon. Das hier vielleicht noch irgendwas Geheimes sein? Nö, wahrscheinlich nicht. Okidoki. Ja. Locate, is it? Is it denn the possibility? Ich würde jetzt einfach vorschlagen, wir gehen vielleicht einfach da weiter, wo wir. Also bei dieser Zwischentür, wo wir gerade eben immer den Typen laufen hören. Und ich hoffe, dass wir da Isid irgendwo noch finden. Ich weiß halt nicht. Ich habe halt keinen Hinweis darauf, dass er im Gefängnis ist, aber das heißt nichts. Ist hier noch irgendwas an dem... Nein. Ich könnte... Ich könnte natürlich auch versuchen. Ja, das habt ihr jetzt natürlich nicht gehört, ist ja klar. Ach, Leute. Ihr seid auch immer lustig. Aber wenn ich einen Schritt mache, dann ist sofort ganzes Gefängnis aufgeschreckt. Hallo. Danke. Horror. Wo läuft der Typ hierher? Macht mich ganz kirre. Da läuft einer. Und noch ein zweiter oder ist das derselbe? Wenn das so ist, hätte vielleicht auch gar keine Gefahr bestanden. Bin mal ein bisschen mutig. Was denn da? Ich glaube, das ist derselbe Typ, der schnell wieder umdreht. Spannend, spannend, sag ich da nur. Und ich würde sagen, angesichts der Zeit, was es hinter dieser Tür auf sich hat, ich hoffe, dass wir da Isid finden. Ja. Ob wir ihn da finden, das werden wir beim nächsten Mal herausfinden. Vielen Dank wieder fürs Zuschauen. Wie gesagt, ich versuche ja auch ehrlich zu sein und wenn mir irgendwas beim Let's Playen auffällt, so gehe ich zumindest das Let's Playen an, andere Let's Player machen das vielleicht anders, ich weiß es nicht. Ich möchte schon auch sagen, wenn mich Sachen stören oder wenn ich Sachen rein von der technischen Umsetzung oder von der Gameplay-Umsetzung, die ich ein bisschen unfair finde, gerade eben zum Beispiel... Ne, diesen Hammer habe ich jetzt geworfen. Das war ja sicherlich auch nicht leise, dass der irgendwo hingeknallt ist, da auf diesen Steinboden. Da schreckt keiner auf, aber wenn ich einen Schritt gehe, dann ist total Halligalli. Kann man so machen, aber andererseits, wie gesagt, ich bin da auch sehr fair. Es ist auch ein älteres Spiel, das weiß ich auch immer und das bedenke ich auch. Alles gut, ne? Und selbst wenn ich sowas mal anmerke, dann heißt das nicht, dass ich das Spiel dadurch nicht
gut finde oder nicht mehr gut finde. Also macht euch da bitte keine Sorgen. Ich versuche das nur hier und da so ein bisschen anzumerken. Vieles ist auch sicherlich meine eigene, wie soll ich sagen, Unfähigkeit. Ich habe ja auch nie behauptet, dass ich jetzt ein Profispieler bin. Ich spiele das blind, ich sag's gerne nochmal und ich versuche mein Bestes, aber das heißt halt nicht, dass ich immer alles gut hinbekomme. Ich muss halt genau wie andere Leute, die das zum ersten Mal spielen, schauen, wo komme ich am besten her und auf welchen Oberflächen mache ich wie viel Lärm und wo laufen die Leute her, und das ist manchmal halt nicht alles so leicht ersichtlich. Aber es macht trotzdem Spaß, genau das macht mir halt Spaß. Deswegen dieses so sich vorantasten, voran zu irren sozusagen und immer weiterzukommen. Auch wenn es vielleicht manchmal ein bisschen dauert. Deswegen, ich habe es ja auch am Anfang des Let's Plays gesagt und ich möchte es vielleicht noch einmal zumindest sagen, auch am Ende dieser Folge, ich spiele das halt ganz in Ruhe. Also ich möchte jetzt nicht irgendwie Speedrun-mäßig durchrushen, aber ich möchte jetzt auch nicht stundenlang, und das meinte ich mit der Balance, die man finden muss, ich möchte nicht stundenlang an einer bestimmten Stelle festhängen und da nicht weiterkommen. Und ich möchte halt auch ganz gerne, da mache ich mir das selber vielleicht schwerer, als es sein müsste, ich möchte halt die Leute nicht umbringen, wenn es nicht sein muss. Und ich habe es ja eben mit dem Geräuschpfeil versucht, das hat leider nicht so geklappt und das fand ich halt auch ein bisschen doof. Also ich hätte jetzt angenommen, wenn ich den da hinten hinschieße, in diesen anderen Gang, dass die beiden Wachen, die da standen, auch dann dahin gehen. Aber nein, sie gehen einfach nur die Treppe runter und laufen teilweise in meine Richtung sogar, wo ich den Pfeil abgeschossen habe, was total kontraintuitiv ist. Also, weiß ich nicht. Das finde ich halt so dann ein bisschen schade, weil das macht diese ganze Mechanik Geräuschpfeil so ein bisschen oder treibt das ad absurdum, finde ich. Und das finde ich halt, sowas finde ich dann halt ein bisschen doof gemacht. Muss ich halt leider einfach so sagen. Aber gut, wie gesagt, ne? Auch Kritik muss man üben können. Alles gut. Wir gucken einfach mal, wie es weitergeht und ob wir diesen Isset noch finden. Ich hoffe nicht, dass wir dazu nochmal wieder ins Gefängnis zurück müssen. Denn, ja, ich meine, es ist jetzt nicht so ein ultraweiter Weg und wäre auch möglich, aber wir haben halt keinen Hinweis darauf, wo er sein könnte. Deswegen schauen wir einfach mal. Danke bis hierhin wieder fürs Zuschauen. Macht auf jeden Fall wieder Spaß und ich, ja, hoffe, dass euch auch das in der nächsten Folge so ergehen wird. Und mir. Und den Wachen vielleicht nicht unbedingt, aber uns reicht ja schon. Und Garrett und so. Deswegen, bis zum nächsten Mal bei Thief. Macht's gut. Und tschüss.